Jetzt hätten wir uns ein bisschen Zerstreuung gewünscht, Seifenstein. Da habe ich genau das richtige, Majestät. Die Kabarettistin und Schauspielerin Ulrike Krieger nebst Gatten. Der Pinguin ist ja der Kabarettist unter den Viechern. Ja, ist ein sehr lustiges Tier. Schauen Sie mal, wie der da steht. Huhuhu, sagt er. Seifenstein? Majestät? Machen Sie einen Tierarzttermin aus. Ich glaube, der gehört entwurmt. Hallo? 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 Ja, auch hallo. Hallo, Krieger. Es freut uns, Sie kennenzulernen. Wir sind ein riesengroßer Fan Ihrer Arbeit. Wir verfolgen Ihre Karriere seit Jahren. Was macht Sie genau? Ich mache Comedy, Schauspiel, ja. Moderiere sehr viel. Ja. Und hin und wieder schreibe ich Kolumnen über Fußball. Wirklich? Über Fußball? Wie kommt man dazu? Ja, ich habe einen guten Lehrmeister, was Fußball betrifft. Aha, wer ist das? Wer ist das? Er sitzt hier neben mir, kennt sich ein bisschen aus im Fußball. Wirklich? Wer ist er, Seifenstein? Majestät, es handelt sich um die Spieler- und Trainerlegende Peter Stöger. Ah. Ja. Wir folgen seine Karriere seit Jahren. Was macht er beruflich? Hockenstadt. Keine Fehler momentan. Keine Fehler, ne? Ja. Ja, als Trainer ist es am besten, wenn man keinen Verein hat, da kann man nichts falsch machen. Genau. Nicht? Wenig Kritik. Wo war er zuletzt beschäftigt? In Deutschland. In Deutschland? Ja. Ah, Entwicklungshilfe geleistet. Ich hab's versucht. Ja. Dann, was hat er da gemacht, Seifenstein? Wollen vielleicht Majestät zuerst mit Frau Krieger anfangen? Bitte. Was hat sie so gemacht? Sie ist eine gefeierte Künstlerin. Eines ihrer Programme hieß zum Beispiel Himmel, Arsch und Titten. Da wollen wir jetzt einen Ausschnitt sehen. Husch. Ach so, im Fernsehen, Majestät. Ja, verstehe, ja. Hofwildstelle, bitte. Hey, ich habe da einmal mit einem Kollegen habe ich solche Kekse gegessen. Weißt du, was ich da für ein schönes Rosa gesehen habe? Und dann habe ich gesehen, den Brad Pitt. Nackert. Mit einem riesen Rüssel. Auf der Stirn. Um was geht's da? Das war eine Comedy über eine Castingshow. Ja. Und sind zwei Kolleginnen, die bei dieser Castingshow angetreten sind. Und die eine hat gemeint, sie braucht den Himmel, also die Astrologie, die Sterne, um bei dieser Castingshow bestehen zu können. Und ich habe gesagt, hab alles dabei, was ich brauche. Ja, das kann man sehen. Hat leider trotzdem nicht funktioniert. Mit der Castingshow? Mit dem Job dann. Mit dem Job dann. Ne? Nicht so wie im richtigen Leben. Da funktioniert es ja hin und wieder doch. Hin und wieder. Ja. Was macht sie so, Seifenstein, wenn sie was macht? Er, Majestät, Sie hätten wir gerade besprochen. Also er tut auch was? Ja. Na, wer hat er gesagt, er ist Hockenstart? Ja, vorübergehend, Majestät. Aber Herr Stöger hat alleine mit der Austria 3 Meistertitel und 3 Cupsiege errungen. Ah, der ist er. In der Nationalmannschaft erzielte er 15 Tore. Ja, jetzt wissen wir, wer er ist. Er ist der Kicker, ja klar. Ja, als Trainer bei der Austria hat er mit einem Punkterekord und dem Meisterschnitzel 2013 endgültig sich als publikumsliebig und Superstar etabliert. Ja, da hat es diese wunderbare Meisterfeier gegeben. Da können wir uns erinnern. Da war ja das halbe das Stadion voll mit Fans. Da haben wir sicher was im Archiv. Sehr wohl, Majestät. Hofbildstelle, bitte! Mir ist noch nie so viel Sympathie entgegengebracht worden. Ich weiß es zu schätzen. Es ist keine Selbstverständlichkeit für mich. Ich möchte mich bedanken bei euch. Und zu guter Letzt, Busch jetzt!
Das war ein Fauxpas. Ein Fauxpas? Ja, nein, war kein Fauxpas, aber wenn ich was zu sagen hab, Eure Majestät weiß das, dass das Volk zu schweigen. Das könnte der Grund sein, warum man keine Augen hat gerade. Also in Deutschland, da war er ja relativ erfolgreich, in Köln war er da, ja. Gell? Erzählen Sie ein bisschen was. Wunderbare Stadt. Ein bisschen wie Karneval. Wien? Karneval. Ja, oh ja. Ein bisschen mehr Karneval, sehr viel was... Na, Wien und Köln, das ist ja genau der gleiche Aufbau wie Wien. Der Dom in der Mitte. Genau. Dann gibt es einen Ring. Richtig. Um den Ring gibt es einen Gürtel. Es gibt sogar eine Südstadt. Genau, so ja? Ein Fluss. Und alles, was rechts von der Donau ist, auch vom Rhein ist, ist Arsch. So hätte ich es jetzt nicht gesagt, aber... Ja, wir auch nicht. So was würden wir nie sagen. Nein. Aber die Kölner sagen das. Die Kölner sagen das, nicht wie wir. Man nicht. Kann sich wohlfühlen in Köln. Ja, ja, schon. Das Kölsch, ja, von der Größe wie eine Urinprobe, aber dadurch immer relativ kühl und frisch zu trinken. Ja. Und man sagt auch, die Kölner sind die Sizilianer des Nordens. Hat er das auch so kennengelernt? Vom Parken her, ja. Ja? Ja. Und von der Arbeitseinstellung? Ähnlich, würde ich sagen. Also wie in Wien? In vielen Teilen von Wien ist es schon. Ja, nein, es macht schon Spaß dort, das muss man schon sagen. Ja. Es ist diese Kultur, was den Karneval betrifft, ist zwar nur in dieser... Denkt man nur in dieser beschränkten Zeit, das ja. Was, aber in Wahrheit ziehen sie das ganze Jahr durch. Will er gerne in Österreich wieder arbeiten oder will er eher in Deutschland bleiben? Als Arbeitgeber. Sind die deutschen Clubs besser oder die österreichischen? Ja, er würde später wieder mal gerne in Österreich arbeiten, nachdem er noch einige Jahre woanders gearbeitet hat. Und picky. Picky. Und geht er ihr auf die Nerven, weil er ständig daheim sitzt? Nein, das funktioniert ganz gut. Ja. Er war ja vorher lang nicht da. Ja. Ich bin gependelt zwischen Wien und Köln. Ja. Und jetzt ist er wieder da, das ist sehr schön. Ja. Wie lange dauert die Beziehung schon an? Sehr, sehr lange. Schon immer. Ja. Wir wissen es nicht mehr genau. Sie wissen es nicht mehr genau? Ist schon sehr lang. Ja, das ist so wie bei so Vereinen, die es schon so lange gibt, das sind Traditionsvereine, das ist bei uns ähnlich. Ja. Traditionsbeziehung. Also, dass Sie den Vertrag mit ihm aufkündigt, das ist nicht kein Thema? Nein, habe ich nicht vor. So unbefristetes Dienstverhältnis. Ja. Wer von euch beiden ist das Maskottchen? Beide? Nein, kommt drauf an, wer hat gerade arbeitet. Also, wenn ich... irgendwo Theaterspiel oder moderiere, dann ist er das Maskottchen. Umgekehrt. Schaut gut aus momentan. Als Maskottchen. Als Maskottchen. Dann hätte man gesagt, na ja, wenn man es so anschaut, dann so gut schaut es auch wieder nicht aus, das Maskottchen. Also der Seifelstein hat uns erzählt, es kommt heute was Besonderes, es kommt auch eine Stuntfrau, hat er gemeint. Habe ich auch mal gemacht, ja. Sie waren auch einmal Stuntfrau? Ja. Wen haben Sie denn da zum Beispiel gestuntet? Unter anderem Elfriede Ott. Elfriede Ott? Gibt's da zweite? Elfriede Ott? Ja, für den Film Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott. Ah, da wo die so ja. Das war sie in Wirklichkeit? Ja, in Wirklichkeit. Und auch gibt es so eine Schlägerei. Mit dem Michael Ostrowski? Ja. Ja, der ist da nicht so zimperlich. Also so. Der Ostrowski haut gern Frauen? Ja. Nein, das glaube ich nicht. Zumindest hat es so ausgeschaut dann noch. Haben wir da vielleicht Ausschnitte, Seifenstein? Davon nicht, Majestät, aber wir haben Ausschnitte von den außergewöhnlichen akrobatischen Fähigkeiten von Frau Krieger. Hofbildstelle, bitte! I am heavy. Ja, das spüre ich. Lass mich ausreden, ich wollte sagen, I am heavy on wire. Ja, du bist schwer auf Draht. Ist mir Sausage, ist mir wurscht. And me equal. Bei eurem Schmerz schaut's mich an. Ich will mich da für euch. Ich quetsch Organe ein, von nicht an laut zu schreien. Doch manchmal denk ich mir,
dass ich jetzt gleich krepier bei all dem Schmerz. Ja, das schaut aus, als würde es wehtun. Tut's auch. Ja, tut's ja. auch. Und das war Teil dieser Show, die sie da gemacht hat? Genau, das war Teil des Comedy-Programms Himmel, Arsch und Zitten. Okay. Und wo spielt sie das noch? Oder? Wir spielen das nicht mehr. Ich mache etwas Neues mit einem Kollegen. Es heißt Abracabim und geht um ein magisches Start-up-Unternehmen. Nein, wir könnten Ihre Hilfe sehr gut gebrauchen. Erstens einmal, weil sie Stuntfrau ist und akrobatisch ist und weil sie halt Erfahrung hat über den Garten mit Fußball. Wir haben vor, den österreichischen Fußball wieder nach vorne zu bringen, indem wir ein spezielles Talent, das andere Nationen kultiviert haben, das haben wir Österreicher nicht, nämlich die Schwalbe. Da haben wir ein paar Beispiele, oder? Vielleicht, wenn ich kurz ergänzen darf, Majestät, es wäre für die österreichische Nationalmannschaft ja sehr wichtig, Tore zu schießen. Ja. Das fällt extrem leichter, wenn man einen Strafstoß zugesprochen bekommt. Richtig. Einen Freistoß, einen Elfmeter. Dafür muss man ein Foul erwirken, das nicht immer freiwillig passiert von Seiten des Verteidigers. Ja. Hier hilft die Schwalbe, sofern sie fachmännisch ausgeführt ist, sodass sie der Schiedsrichter nicht bemerkt. Ja. Da haben wir Beispiele, oder? Sehr verstanden? Ja, Majestät, wir haben zum Beispiel Andreas Möller hier, einen ehemaligen deutschen Fußballspieler, den man auch den Schwalbenkönig nannte. Er verstand sich auf dieses Handwerk, wohingegen der berühmte Neymar mit einer Schwalbe bei der letzten Weltmeisterschaft für einen Riesenskandal sorgte. Es sind dann alle ziemlich empört, wenn es nicht klappt. Ah, das müssen wir verhindern. Also brauchen wir Ihre Expertise, ja, damit wir da erfolgreich sein können. Vielleicht zeichnen wir das auf und schicken das dem ÖFB, Seifensteindl. Mach mal einen Videobeweis, nicht? Wenn Majestät drauf bestehen, vormärz, wieder meine Augenweide. Also, Sie zeigen uns jetzt die perfekte Schwalbe, ja, wie man theatralisch Schwalbe, sie ist ja Schauspielerin auch, Stuntfrau, und Sie schauen, Stöger, ob das fachlich passt. Kommen Sie her zu uns. Sie stellt sich da jetzt her. Wir haben da jetzt eine Matte ausgelegt, damit sie auch fallen kann. Wir machen da jetzt einen Schiedsrichterball. Ne? Stöger, am besten das machen Sie, weil Sie sind Experte. Machen Sie da den Schiedsrichterball. Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, es geht darum, der Schiedsrichter soll nicht bemerken, dass sich um eine Schwalbe handelt. Natürlich nicht, sei verstanden. Der Spieler soll sich dabei aber auch möglichst nicht verletzen. Natürlich nicht, es soll aber extrem dramatisch wirken. Natürlich, sei verstanden. Herz. Ich wollte es nur gesagt haben, Meister. Das schaut eh dramatisch aus. Haben Sie es auch verstanden? Ich hab's verstanden, ich glaube. Also er ist ja eher der für Schwalben zuständig war. Hat er es auch verstanden? Was denn? Alter. Also, da machen wir jetzt den Schiedsrichterball. Ja, und husch. Warte, du musst mir jetzt erst das erklären, wie mache ich eine Schwalbe? Ich habe noch nie eine Schwalbe gemacht. Aber du kannst mir das sicher erklären, oder? Ich? Na sicher, du. Das stimmt, du warst der schlechteste Schwalben. Wirklich? Ja. War er immer so fair und hat gesagt, ja. Mir ist wurscht. Gerechtigkeitsfrage. Haut mal über die Haxen, ist mir wurscht. Sie haben mich nicht erwischt. Dann macht sie einfach den sterbenden Schwarm. Geht wir schon. Machen den sterbenden Schwarm, okay? Also Schiedsrichterball, ja. Niemanden ins Auge schießen. Ne? Ja! Wahnsinn, ja! Liegen bleiben, schwer verletzt. Geht das durch, Stöger? Besser als Neymar. Ja, das ist bald einmal jemand, ja, oder? Das stimmt. Na, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall eine Trage für die Schwerverletzte. Befehl, Majestät, vormärz, Biedermeier. Oder nein, wissen Sie was? Die Trage ist nicht für die Schwerverletzte, sie ist für den Stöger, der schaut schlecht aus. Er schaut aus, furchtbar, Herrn. Schauen Sie, legen Sie sich hin, Stöger. Sie sind ja ganz fertig, Herrn. Legen Sie sich hin. So. Ab ins Spital mit dem Mann. Augen weiter. Die Dame in die Privatgemächer, wir werden sie dann gesund pflegen müssen. Die ist ja so verletzt, gell? Furchtbar. Husch. Na, aufhelfen wenigstens, ne?